Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Es ist schönes Wetter. Nochmal, ich sitze draußen hier bei uns im Park. Bin gerade mit dem Brösel eine Runde spazieren. Und ich habe für euch heute einen Tipp. Seht es mal so ein bisschen als Wochenendmotivation. Also, was ist meine Motivation für euch zum Wochenende? Ich will euch eine Geschichte erzählen von mir, die ihr extrem gut auf den Optionshandel oder aufs Trading allgemein übertragen könnt. Und zwar, ich gehe seit einigen Wochen regelmäßig schwimmen. Das ist dadurch zustande gekommen, dass meine Tochter in einem Verein ist, der jeden Mittwoch Training hat. Also, die haben zweimal in der Woche Training, aber einmal in der Woche gehen sie schwimmen. Und da ich auch den ganzen Tag normalerweise immer nur im Büro sitze und nicht so viel mache, dachte ich, es ist eine ganz gute Idee, dass ich mitgehe und dass ich jetzt auch immer schwimmen gehe. Ne? Also gehe ich jetzt jeden Mittwoch schwimmen. Und das haben wir jetzt ein paar Wochen schon gemacht. Also als das Wetter noch ein bisschen besser war, als die Freibäder noch auf waren, sind wir ins Freibad gegangen. Oder jetzt gehen wir eben hier in Zwickau in die Schwimmhalle. Wir haben eine ganz tolle Schwimmhalle, die ist erst vor einigen Jahren eröffnet worden. Richtig cool, also ganz, ganz neu, modern, super schön. Ja. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich, ich konnte natürlich vorher schwimmen. Ne? Also klar, ich habe als Kind schwimmen gelernt und ich gehe auch schwimmen, wenn wir im Urlaub sind und so weiter. Aber natürlich nur so, wie man das so klassischerweise so macht. Ne? Also man geht halt ins Wasser, man schwimmt ein bisschen, kommt wieder raus. Und seitdem ich jetzt auch mit zu diesem Schwimmen gehe, also ich mache natürlich jetzt nicht bei den Kids mit, aber dann jetzt schwimme ich Bahnen. Also so richtig, dass man sagt, ja, es ist wie ein bisschen Sport. Ne? Also man schwimmt so richtig Bahnen. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich innerhalb ganz kurzer Zeit mich enorm verbessert habe. Und zwar enorm verbessert, einmal von der Anstrengung her. Also ich nehme mir halt immer vor, eine gewisse Anzahl Bahnen zu schwimmen. Das waren am Anfang mal irgendwie so, was weiß ich, ein paar hundert Meter und dann waren es mal 500 Meter, dann waren es mal 600 Meter, dann mal 700 Meter. Und am Anfang war das schon, muss ich ehrlich zugeben, das war schon ganz schön anstrengend. Ne? Wenn man das nicht macht, ist ja einfach nur diese Bewegung, aber das ist ganz schön anstrengend. Und es ist auch jetzt, merke ich es auch, wie es besser wird von der Technik her. Ne? Also ich persönlich merke das jetzt, mir tut dann hinterher einfach ein bisschen das Genick wehgetan. Ich mache natürlich Brustschwimmen, ne, klar. Und das geht jetzt alles viel flotter, das geht viel einfacher. Ich schwimme auch viel schneller. Und zum Beispiel gestern war ich, also ich nehme euch das Video jetzt ein bisschen eher auf, als ihr es hier jetzt seht. Heute ist Donnerstag, ihr seht es zwei Tage später. Und gestern war ich und da bin ich dann, ich bin geschwommen und gestern habe ich mir das was gekauft. Und zwar, ich habe mir eine Schwimmbrille gekauft. Ne? Ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine Schwimmbrille habe. Und weil ich wollte die einfach kaufen, weil klar, wenn du so schwimmst und kommst immer unter Wasser, musst du ja die Augen zumachen. Also ich mache zumindest, ich mag das nicht, die Augen unter Wasser aufzuhaben. Mit einer Schwimmbrille kannst du sie auflassen und dadurch ist das natürlich besser vom Kopf raus, rein und so weiter. Und jetzt bin ich gestern das erste Mal mit Schwimmbrille geschwommen. Und was war das Ergebnis? Ich war nicht nur viel, viel schneller als vorher. Ne? Ich kann ja an die Uhr schauen und weiß immer, okay, wann schwimmst du deine Bahn? Sondern es war auch wesentlich weniger anstrengend und dadurch habe ich gestern zum letzten Mal 20% mehr geschafft. Also einfach anhand der Bahnen gemessen. Ne? Bin einfach ein paar Bahnen mehr geschwommen und das waren dann gleich mal 20% mehr. Habe ich mich natürlich super gefreut. Und das Ding ist jetzt einfach, dass kann man extrem gut zum Beispiel auf den Optionshandel übertragen, nämlich wenn du Anfänger bist, dann musst du gerade am Anfang wahnsinnig Gas geben. Und das Schöne ist aber, es wird auch gleich am Anfang wahnsinnig belohnt. So wie ich jetzt das mit dem Schwimmen gemacht habe und ganz, ganz schnell Fortschritte gesehen habe, ne, alles das, was ich euch jetzt aufgezählt habe, so ist es auch, wenn ihr mit dem Optionshandel anfangt. Wenn ihr mit dem Optionshandel anfangt, dann ist das vielleicht im Gegensatz zu Schwimmen etwas, was ihr noch gar nicht konntet. Das heißt, ihr habt irgendwie vielleicht einen Lehrgang gemacht oder ihr nehmt jetzt Teil an unserem neuen Einsteiger-Online-Lehrgang, der jetzt ab 27. September losgeht. Achtet einfach hier auf dem Kanal, da gibt es dann demnächst ja auch Werbung. Und ihr habt Buch gelesen oder was auch immer. Ne? Aber ihr fangt jetzt an mit Optionshandel und am Anfang habt ihr einfach den riesengroßen Vorteil,
dass ihr so eine wahnsinnig steile Lernkurve habt, dass ihr so schnell Erfolge seht. Ne? Also wenn du noch nie eine Option verkauft hast und dann machst du deine allererste Option und dann machst du die auch relativ risikoarm, du machst vielleicht einen Spread und dann geht es nur darum, dass du vielleicht am Anfang mal $20 verdienst oder irgendwas. Also das ist jetzt noch kein life-changing Event, aber du hast dieses Erfolgserlebnis. Ich mache den allerersten Trade und wow, das funktioniert ja sogar, was der mir da erzählt hat. Ne? Dann bist du halt unheimlich motiviert und kannst weitermachen. Stell dir jetzt mal vor, jetzt beziehe ich es nochmal auf jemanden, der schwimmt. Du machst das schon 10 Jahre und du schwimmst vielleicht schon viel, viel besser. Du schwimmst vielleicht immer schon, keine Ahnung, 2 Kilometer oder irgend sowas. Ne? Und das auch noch in einer guten Zeit. Überleg dir mal, wie schwer es jemand hat, sich da weiter zu verbessern. Ne? Das sind ja nur noch ganz kleine Punkte, wie das sich verbessern kann. Ganz, ganz kleine Schritte. Klar ist es da auch wichtig, dass man dann weitermacht, weil so gelangt man zur Exzellenz. Also, dass es noch besser wird als viele, viele andere. Aber am Anfang ist es so super, was du selbst mit ganz kleinen Mitteln erreichen kannst. Ne? Dass du eben sagst, okay, jetzt habe ich den ersten Spread gemacht und jetzt mache ich vielleicht den nächsten Spread und dann gehe ich mal von den Deltas ja ein bisschen weiter ran oder ich habe jetzt mal 2 Trades im Depot und nicht am Anfang nur einen. Also es sind viele kleine Dinge, was unheimlich große Schritte aber sind, weil du ja von einer niedrigen Basis auskommst. Und deswegen solltest du gerade zu Beginn wirklich Gas geben. Die meisten Leute nehmen sich immer irgendwie was vor und sagen, ah, ich fange jetzt mal mit Optionshandel an, ich fange jetzt mal mit Sport an, ich mache mal irgendwas anderes. Und dann kennt ihr diese 72-Stunden-Regel, wenn du nicht sofort anfängst, ist es schon wieder vorbei. Ne? Also du musst, wenn du was anfangen willst, dann musst du sagen, jetzt geht's los und dann fange ich auch an. So. Und das heißt, du musst loslegen und dann musst du aber auch dranbleiben. Ne? Denn jemand, der jetzt seit 10 Jahren schwimmt, wenn der mal 14 Tage lang nicht geht und fängt dann wieder an, dann kann der Körper das immer noch. Wenn du jetzt aber sagst, ich fange jetzt mal an mit Optionshandel und ich mache jetzt mal eine Woche lang was und dann mache ich wieder 3 Wochen lang nichts oder 2 Wochen lang, da hast du ja alles schon wieder vergessen. Ne? Weil du kannst da auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und deswegen musst du am Anfang Gas geben. Du wirst aber für dieses Gas geben unheimlich belohnt durch eine schnelle Lernkurve, durch schnelle Erfolge. Und mess diese Erfolge nicht zwingend in viel Geld. Wie gesagt, der erste Trade, den du machst, ein Spread, der dir $10 bringt, $20, das ist ja kein finanziell großer Erfolg, aber es macht halt unheimlich Spaß, das zu machen. Und ich kann dich da wirklich nur motivieren, da weiterzumachen, weil ich es eben selbst jetzt an mir, an so einer neuen Sache wie diesem Schwimmen merke, was das für einen riesen Spaß macht, wenn man da Erfolge sieht. Und ich kann dir versprechen, wenn du mit Optionshandel anfängst, auch dann wirst du riesen Spaß an den ersten Schritten haben und das wird dich unheimlich motivieren und du wirst dabei bleiben wollen und wirst sagen, wow, das ist ja eine echt coole Sache und das ist echt eine tolle Gelegenheit und eine tolle Möglichkeit auch, wie ich mich bislang vielleicht an den Börsen noch nie bewegt habe. So, wir zwei gehen jetzt weiter. Du denkst bitte mal darüber nach, schreibst du mal in die Kommentare, ob du das auch so siehst und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, ich wünsche ein schönes Wochenende, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.